So, heute im Test von Bröcker Feuerwerk der Artikel Purple Bengal Torch. Und zwar ist das eine Bengalfackel in der Farbe ja, lila oder purpur, je nachdem, wie man es sehen möchte. Von Bröckhoff eingestuft in die Kategorie F1, also das ganze Jahr erhältlich und verwendbar. Bröckhoff, ein niederländischer Importeur, der jetzt zunehmend auch auf dem deutschen Markt tätig wird. Und Artikelnummer hier haben wir die Numero 1558. Ja, wie man sieht, Fackeln, Bengalfackeln. Sprich, kommt eine lila Flamme raus und brennt insgesamt, glaube genau hier, plus minus 40 Sekunden. Hier steht dann nochmal der Effekt. Also eine lilane Bengalfackel quasi. Eine NEM haben wir hier von 18 Gramm. Pro Fackel, pro Artikel und hier die CE-Nummer, somit also auch in Deutschland das Ganze erhältlich und verwendbar, eingestuft in Kategorie F1. Hier oben dann noch ein paar Angaben in Niederländisch, dann hier in Französisch und in Deutsch. Hier nochmal zu beachten, die Dinger soll man laut Beschreibung in einem weichen Boden stecken, also nicht in der Hand halten. Der Grund dafür ist einfach nur der, dass in Deutschland Bengalfeuer eine NEM von maximal 20 Gramm haben dürfen, Fackeln aber nur, also Bengalfackeln, nur eine NEM von 7,5 Gramm. Und somit wären also die 18 Gramm hier nicht möglich gewesen in Kategorie 1. Somit musste man also das Ganze so formulieren, dass man die nicht in der Hand halten soll, obwohl, wenn man sich das halt mal anguckt, hier flacher Boden und hier schöner Handgriff, obwohl das halt wirklich so konzipiert ist, dass man die Dinger halt echt in der Hand halten kann und das sieht auch wirklich so aus, als ob man die in der Hand halten soll. Steht ja halt in der Beschreibung, dass man die in den Boden stecken muss, damit sie halt nicht als Bengalfackel kategorisiert werden, sondern als Bengalfeuer und somit halt eine Maximal-NEM von 20 Gramm haben dürfen. Sprich, 2 Gramm wären hier noch Luft nach oben gewesen. Ansonsten aber, wie gesagt, plus minus 40 Sekunden, also eine ziemlich krasse Brenndauer. Ist quasi ein Konkurrenzprodukt zu diesen neuen Bengal-Fackeln von Nikko, die es ja auch in verschiedenen Versionen gibt. Neuheit 2016. Hier, wie gesagt, das Pendant vom niederländischen Importeur Bröckhoff. Und Hersteller steht hier S. Liuyang China. Ja, nie was von gehört. Findet man aber des Häufigeren bei Bröckhoff-Produkten. Scheint also ein Hersteller zu sein, der Bröckhoff doch des Häufigeren beliefert. Ansonsten keine weiteren wichtigen Informationen hier auf der Rückseite. Wie gesagt, das Ganze in der Farbe Purpur, Purple, wie auch immer. Also eine Farbe, die man von Nikko nicht bekommt. Somit also doch vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Ja, würde ich sagen, gehen wir diesen doch ziemlich interessanten Kategorie 1 Artikel einfach mal testen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes, helles Purpur bzw. Pink. Brennt aber auch akzeptabel für F1, auf jeden Fall eine sehr schöne Neuheit.